Detektive der Vergangenheit. Ungelöste Fälle. Bewegendes Schicksal. Große Geschichte. ZDF History mit Guido Knopp. Fotos der belgischen Polizei. Der Kinderschänder Marc Dutroux stellt seine Verbrechen nach. Für die Ermittler. Beweisstücke, die im Prozess gegen Dutroux vorgelegt werden. Ein monströses Verbrechen, das viele offene Wunden hinterlassen hat. Und viele ungeklärte Fragen. An der Schuld Marc Dutroux gibt es kaum noch Zweifel. Doch stand jemand hinter ihm? Welche Rolle spielt ein dubioser Geschäftsmann aus Brüssel, der jetzt mit auf der Anklagebank sitzt? Michel Nihoul. Er gab dem ZDF ein exklusives Interview. Die Schlüsselfigur im Prozess gegen Marc Dutroux. Aujourd'hui, je suis accusé. Ich werde beschuldigt, der Chef einer Verbrecherbande zu sein, deren Verbrechen mir aber unbekannt sind. Wenn ich der Chef wäre, dann ist es doch erstaunlich, dass der Chef sich frei bewegen kann, während die Bandenmitglieder im Gefängnis sitzen. Das ist ungerecht. Und es ist Zeit, dass diese Ungerechtigkeit ein Ende hat. Mit den Mitteln, die der belgischen Polizei und Justiz heutzutage zur Verfügung stehen, ist es doch unmöglich, einen solchen juristischen Fehler zu begehen. Einfach unmöglich. Ich habe doch nicht 300 Ermittler gekauft. Dann hätte es doch mindestens einen geben müssen, der das abgelehnt hätte. Ich kann doch nicht alle Richter von Brüssel und Neufchâteau kaufen oder ganz Belgien etwa. Dann können wir auch alles umstürzen und ich nehme den Platz des Königs ein, der zurücktritt, weil ich so mächtig bin. Das ist doch lächerlich. Es ist soweit. Endlich findet im südbelgischen Arlon der lang erwartete Prozess statt. Der Kinderschänder Marc Dutroux steht vor Gericht. Der Prozess bricht in jeder Hinsicht Rekorde. 7,5 Jahre Voruntersuchung, eine Gerichtsakte von 440.000 Seiten, zwei Staatsanwälte, 486 Zeugen und 1.340 akkreditierte Journalisten. Rückblick. Der Kinderschänder Marc Dutroux wird dem Haftrichter vorgeführt. Auch sein mutmaßlicher Helfer Michel Lelièvre muss ins Gefängnis. Und auch seine Frau Michel Martin. Seit einigen Stunden weiß man, dass zwei Mädchen aus Dutroux' Keller befreit wurden. Der aufgebrachten Menge stehen Wut und Entsetzen ins Gesicht geschrieben. Mutmaßlicher Chef der Bande, der Brüsseler Geschäftsmann Michel Nihoul. Damals der Verdacht, er soll die von Dutroux entführten Mädchen an reiche Kunden geliefert haben. Erst nachdem Dutroux zwei Tage lang ununterbrochen verhört wurde, gesteht er, was die Ermittler längst ahnten. Im Keller eines seiner fünf Häuser hat er ein Verlies gebaut. Versteckt hinter einem Regal findet die Polizei den 1,60 Meter hohen Raum, in dem er seine Opfer einsperrte. Die 14-jährige Letizia seit 6 Tagen verschwunden und die 11-jährige Sabine werden befreit.
Sabine hat 80 Tage im Keller verbracht. Kaum jemand hoffte noch, sie lebend wiederzufinden. Erleichterung und Freude sind unbeschreiblich, als Letizia von ihrer Mutter nach Hause gebracht wird. Nachbarn warten seit Stunden, um sie zu begrüßen. Die wochenlange Qual hat das Gesicht der kleinen Sabine gezeichnet. Ich habe euch so vermisst, ist das Einzige, was sie stammeln kann, als ihre Eltern sie umarmen. Doch man vermutet, dass noch mehr verschwundene Mädchen Opfer des Kinderschänders wurden. In den folgenden Tagen geht die Suche los. Gründlich wird jede kleinste Ecke von Dutroux' Häusern durchstöbert. Auf dem Gelände eines anderen Hauses von Dutroux findet man schließlich Leichen. Ein ermordeter Komplize und zwei vermisste Mädchen. Julie war 8 und Melissa 9, als sie verschwanden. Monatelang waren sie in Dutroux' Verlies eingesperrt und sind am Ende grausam verhungert. Ganz Belgien trauert mit den Eltern. Der Vater eines noch immer verschollenen Mädchens umarmt den Vater der toten Julie. Noch hofft er, seine Tochter Anne lebend wiederzufinden. Wie konnte es passieren, dass die Mädchen nicht rechtzeitig befreit wurden? Fragen werden laut. Gehört Dutroux zu einem Kinderschänderring? Bekam er gar Schutz von der Polizei? Auch das Haus des ermordeten Dutroux-Komplizen wird auf den Kopf gestellt, rund um die Uhr. Dann die Nachricht: Die Leichen von zwei anderen vermissten Mädchen sind gefunden, Evje und Anne. Die eine Frage für uns ist aufgelöst. Das ist, dass wir... Wir brauchen nicht mehr zu suchen, sagt Anns verzweifelter Vater. Wir nicht mehr hoffen zu suchen. Das schwere Schicksal führt die Eltern der Opfer zusammen. Sie fordern die schonungslose Aufklärung der Verbrechen. Dann erscheinen Fotos von einer Dankesfeier mit den befreiten Mädchen. Anwesend auch der Untersuchungsrichter, der Dutroux das Handwerk legte. Weil er an der Feier teilgenommen hat, soll er wegen Befangenheit abgesetzt werden. Belgien ist empört. Ausgerechnet der Mann, der es schaffte, die Kinder zu retten. Das oberste Gericht hat die Absetzung von Untersuchungsrichter Connerot angeordnet. Der Volkszorn ballt sich zur größten Demonstration der Geschichte des Landes. Über 300.000 Menschen ziehen beim sogenannten Weißen Marsch durch Brüssel. Bewegt bedanken sich die befreiten Mädchen Letizia und Sabine. Ein neuer Untersuchungsrichter wird ernannt. Der unerfahrene Jacques Langlois soll den schwersten Fall der belgischen Rechtsgeschichte lösen und er lässt keinen Zweifel aufkommen. Es gehe nur um einen perversen Einzeltäter, Marc Dutroux. Der hält seine Aussage, er habe Mädchen entführt, um seine Familie zu vergrößern, bis heute aufrecht. Doch einer von Dutroux' früheren Mietern sieht das anders. Wir saßen im Lieferwagen und kamen bei ihm in Marcinelle an. Er fragte, möchtest du nicht ein bisschen Geld verdienen? Ja, ich dachte mit Arbeit oder so. Da sagte er, ich gebe dir 150.000 Francs. Besorg mir Mädchen und ich zahle dir 150.000 Francs. Ich sagte, du weißt, ich entführe keine Kinder. Das hast du mich schon einmal gefragt. Das interessiert mich nicht. Er hat nicht so geredet, als würde er die Mädchen für sich behalten, um sie selbst zu missbrauchen. Er hat immer davon gesprochen, sie ins Ausland zu bringen, immer wieder. Er hat nie gesagt, dass sie für ihn selber sind. Business. Business.
Der Verdacht, es handele sich um mehr, bestätigt sich auch in den ersten Verhören des Dutroux-Komplizen Le Lièvre. Zitat aus dem Polizeiprotokoll. Dutroux hat mir gesagt, dass es seine Rolle war, die Mädchen zu entführen. Ihnen klarzumachen, dass sie nie wieder nach Hause kommen würden. Sie gefügig zu machen nach den Wünschen der Personen, die sie bestellt hatten, und sie dann zu liefern. Dutroux' Frau Michèle Martin erzählt den Ermittlern nach ihrer Verhaftung: Ich war mehr und mehr davon überzeugt, dass Marc Dutroux und Jean Nioul verwerfliche Geschäfte hatten, von denen ich nichts wissen sollte. Ich habe selbst gehört, wie Marc zu Michèle Le Lièvre sagte, dass er ein Mädchen für Michèle Nioul mitbringen solle. Welche Rolle spielte Michèle Nioul wirklich, der Mann mit den 1000 Berufen, von dem man sagt, er handle mit Macht und Einfluss? Seebrügge an der belgischen Küste. Zu Besuch bei dem einzigen Angeklagten, der bis Prozessbeginn frei herumläuft. Oui, bonjour, c'est la ZDF. D'accord, vous entrez vers la cave. Der mutmaßliche Hintermann der Bande, Michèle Nioul. Sie haben mehrfach zugegeben, an Sexorgien teilgenommen zu haben, sie sogar organisiert zu haben. Nein, ich habe so etwas niemals organisiert. Es gibt genügend Organisatoren, das muss ich nicht tun. Aber ich habe 4 bis 5 Jahre daran teilgenommen. Ich habe Leute kennengelernt, die mich mitgenommen haben in solche Sexclubs. Ich habe damals daran Geschmack gefunden, aber ich bin dort nur Erwachsenen begegnet, die das freiwillig taten. Niemals habe ich dort Drogen gesehen oder Kinder. Auch habe ich niemals gehört, dass sich jemand über Erpressungen beschwerte. In diesem Schloss im südbelgischen Folletombe wurden in früheren Jahren Sexorgien organisiert für reiche und wichtige Leute. Es gab 150 Paare, das war immens. Alles war abgeriegelt, sodass Minderjährige und Leute, die dort nichts zu suchen hatten, nicht reinkamen. Dort geschah, was bei Sexorgien mit Erwachsenen eben passiert, aber es gab keine Minderjährigen. Und ich war auch sicher nicht derjenige, der das Ganze organisierte. Man sagt, dass sie sogar eine Zeit lang da gewohnt haben. Wir sind einen Monat in dem Schloss geblieben, ich und meine Freundin. Es war ein kurzer Monat. Es war ein Ort des Vergnügens. Man konnte dort Tennis spielen und reiten. Rue des Attrébats, eine ganz gewöhnliche Straße in einem ganz gewöhnlichen Brüsseler Vorort. Hinter dieser Hausnummer verbarg sich ein ungewöhnlicher Club, der Sexclub Les Attrébats. Unter den Kunden Richter, Politiker und andere hochrangige Leute, so behauptet jedenfalls die Besitzerin. Der Club, in den ich am meisten ging, war der Club Les Attrébats. Dort ging ich regelmäßig hin, manchmal auch nur, um ein Glas zu trinken, um Freunde zu treffen, zu diskutieren und mich zu amüsieren. Der Club wurde anständig geführt. Und man wusste, dass man dort interessante Leute trifft, nicht wie in einer Kneipe, wo man Betrunkenen begegnet. Eines Tages meldet sich ein Taxifahrer bei der Brüsseler Polizei. Er möchte nicht vor die Kamera, bestätigt aber seine damalige Aussage auch heute noch. Aus dem Vernehmungsprotokoll. Ich habe Herrn X nach Etterbeek in die Rue des Attrébats gefahren. Er bat mich, ihm in den ersten Stock zu folgen, weil er mich drinnen bezahlen wollte. Als ich den Raum betrat, befanden sich dort 3 junge Mädchen im Alter von 12 und 13 Jahren. Sie waren fast nackt. Sie trugen ein Negligé. Ich sah, dass sie junge Mädchen waren, weil sie noch keine Schambehaarung hatten. Kurz nach Dutroux' Verhaftung wird der Fall eines anderen verschwundenen Mädchens wieder aufgenommen. Lubna Benaissa. In dieser Tankstelle soll sie missbraucht und umgebracht worden sein. Was die ganzen Jahre nicht möglich schien, gelingt jetzt und ohne neue Informationen.
Man findet die Leiche des Mädchens und den Täter. Der Tankstellenpächter, ein vorbestrafter Vergewaltiger, Patrick Desrochettes. Ganz in der Nähe befindet sich der mittlerweile geschlossene Club Le Dolo, damals ein legendärer Treffpunkt für Menschen aus der Unterwelt. Auch Desrochettes gehörte zu den Kunden. Le Dolo war ein Lokal, das ich besuchte, aber ich ging dort immer spät am Abend hin oder freitagabends, um mich mit Freunden zu treffen. Es kann sein, dass auch Desrochettes dort verkehrte, aber nie zur selben Zeit wie ich. Auf jeden Fall bin ich ihm nie begegnet, das ist sicher. Doch die Ermittlungen nach Lubna Benaissas Tod ergaben, auch Michel Nioul soll bei Desrochettes getankt haben. Nein, niemals dort. Und ich sage dies nicht wegen Desrochettes. Wäre ich dort gewesen, würde ich es sagen. Es ist doch nichts Verkehrtes dran, zu einer Tankstelle zu gehen. Wissen Sie, man sagt, ja, Sie waren an der Tankstelle, ja, Sie kennen Dutroux. Aber Dutroux und auch Desrochettes hatten einen Bäcker, sie hatten einen Fleischer, der sie bediente. Und deshalb sind diese Leute noch lange nicht schuldig. Was wirklich mit Lubna geschah, man wird es nie erfahren. Desrochettes wurde für unzurechnungsfähig erklärt, die Untersuchungen eingestellt und die Akte geschlossen, ohne dass es einen Prozess gab. Es stimmt, das Leben besteht nun mal aus Zufällen. So wie zum Beispiel der unglaubliche Zufall, der es den Ermittlern erlaubte, Sabine und Letizia zu finden. Das ist einem Passanten mit einer außergewöhnlichen Beobachtungsgabe zu verdanken, der sich im richtigen Moment am richtigen Ort befand. Er sieht einen weißen Renault Trafic und merkt sich die ersten drei Buchstaben des Nummernschildes. Davon gibt es nur sehr wenige und einer gehört Marc Dutroux. Das ist ein unglaubliches Glück. Herr Nioul hat ganz einfach Pech. Er begegnete den falschen Personen zur falschen Zeit. Die Stadt Charleroi, das Revier von Marc Dutroux. 4 Monate nach dessen Verhaftung wird Michel Pirot auf einem Parkplatz kaltblütig erschossen. Michel Pirot und seine Frau, eine ehemalige Prostituierte, hatten sich im Garten ihrer Gaststätte einen kleinen Privatzoo angelegt. Passend dazu der Name des Restaurants, die Arche Noah. Außer der Gaststätte besaß Pirot mehrere Kneipen, Clubs und Bordelle, wie den Sapin Vert, nur wenige Meter von der Arche Noah entfernt. Haben Sie Michel Pirot gekannt? Nein. Man hat mir die Frage schon mal gestellt. Man hat mir sein Foto gezeigt, aber ich habe Michel Pirot niemals gesehen. Ich habe ihn niemals getroffen. Er kam aus Charleroi. Er hatte dort ein Lokal. Ich bin niemals in einem Lokal von Michel Pirot gewesen. Aus dem Vernehmungsprotokoll von Pirots Frau. Der Beamte legt ihr Fotos vor und notiert: Sie erkennt die Person mit Sicherheit als Nioul. Beim erneuten Betrachten der Fotos erinnert sie sich, dass Nioul bei ihr gewesen ist. Ich bin nicht in Charleroi gewesen. Ich hatte dort keine Bekannten. Sie waren nie in der Arche Noah? Nein. Man hat mit mir schon mal darüber gesprochen. Und auch über andere Etablissements. La Terrasse? Kenne ich nicht. In den Vernehmungen sagt Pirots Frau aus, Nioul als Kunden ihres Lokals La Terrasse zu erkennen. Nioul kam immer nachts in die Missbar. Immer in Begleitung eines Mädchens schwarzer Hautfarbe. Die Missbar? Nein, ich war niemals in Charleroi. Der Sapin Vert? Nein, das sagt mir nichts. Pirot ist bestens informiert über alles, was sich in der Unterwelt von Charleroi abspielt. Die Nachtclubs und Bordelle sind sein Milieu. Kurz vor seinem Tod ruft er die Familien von Julie und Melissa an. Er habe wichtige Informationen für sie. Er ist kurz vor seinem Tod noch bei ihnen gewesen? Er wollte eine Dauerwelle, er wollte Locken haben. Warum? Er wollte sein Aussehen verändern, sagte er. Michel wollte einen Abend organisieren und dabei einiges enthüllen. Worum es genau ging, kann ich nicht sagen. Wir wissen es nicht, weil er vorher umgebracht wurde. Michel Pirots Frau wurde zu 15 Jahren Haft verurteilt. Sie soll den Auftrag für seine Ermordung gegeben haben. Die eigentlichen Mörder sind noch immer auf freiem Fuß. Zusammenhänge mit dem Fall Dutroux wurden nicht weiter untersucht.
Nach der Verhaftung von Michel Nioul im August 96 meldet sich eine junge Frau bei der belgischen Polizei. Regina Louf bekommt das Aktenzeichen X1. Sie hat Michel Nioul im Fernsehen erkannt. Es war ein riesiger Schock für mich. Das erste Mal, als ich ihn im Fernsehen sah, habe ich mich weggedreht und bin rausgegangen. Ich hatte auch nie erwartet, im Fernsehen zu sehen, dass so einer festgenommen wird. Ich habe eigentlich immer mit der Vorstellung gelebt, dass solche Menschen ungestraft tun dürfen, was sie wollen. X1 sagt aus, dass sie jahrelang von einem Kinderschändering missbraucht wurde, dem auch hochrangige Personen angehörten. Eine davon sei Michel Nioul. Es ist ganz einfach, ich kenne Regina Louf nicht. Ich habe sie nie gesehen und sie ist mir nie begegnet. Ich kannte Nioul Mitte bis Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Er hat sich nicht viel verändert, sein Aussehen ist fast gleich geblieben. Ich erkannte ihn darum auch sofort als einen der Zuhälter, der Kinder selber missbraucht und sie gefügig gemacht hat, damit sie missbraucht werden können. In nächtelangen Verhören erzählt sie von ihrer grauenvollen Jugend. Und berichtet, wie sie zugeschaut hat, als ein anderes Mädchen, das sie Chrissy nennt, zu Tode gequält wurde. Als der nationale Staatsanwalt von der Geschichte hört, erkennt er Parallelen zu einem 12 Jahre alten, ungelösten Mordfall in einer verlassenen Champignon-Farm. Das Opfer, die Schülerin Christine van Hees. X1 hält Michel Nioul für einen der Täter. Ich hatte den Eindruck, dass sie mit ihm eine sehr intensive Freundschaft verband. Und die hat er eigentlich missbraucht. Er hat ihre Freundschaft missbraucht, um sie zur Prostitution zu zwingen. Aber das ist eigentlich nur teilweise geglückt, weil sich Christine dagegen gewehrt hat. Und später auch gesagt hat, dass sie darüber reden würde. Mit ihrem Bruder, ihren Eltern und Freundinnen. Und sie wurde anscheinend gefährlich für die Menschen aus diesem Netzwerk. Unter anderem Nihul. Und darum haben sie sie ermordet. Vor ihrem Tod sah man Christine van Hees öfter bei einem freien Radiosender. Nihul war dort Moderator. Ich überlege die ganze Zeit. Ich habe ihr Foto gesehen, ich vergesse Namen, aber wenn ich jemanden auf einem Foto sehe, erkenne ich ihn. Ihr Bild sagte mir nichts. Untersuchungsrichter Jean-Claude Van Espen soll in dem Fall ermitteln. Pikantes Detail: Die Schwester des Untersuchungsrichters ist die Patentante von Nihuls Tochter. Sagt Regina Louf alias X1 die Wahrheit? Die Justiz schenkt ihren Aussagen keinen Glauben. Den Ermittlern, die sie befragten, wird Manipulation und Fälschung der Akten vorgeworfen. Regina Louf wird von der belgischen Justiz für unzurechnungsfähig erklärt, ihre Aussagen als Märchen einer Fantastin zu den Akten gelegt. Trotzdem, woher kannte X1 so viele Details über diesen grauenvollen Mord? Einzelheiten, die nie an die Öffentlichkeit gelangt sind. Woher kennt sie so viele Details über den Ort, an dem der Mord geschah? Eine verlassene Champignonzüchterei, die schon vor vielen Jahren abgerissen wurde. Ich wurde mit den Aussagen von Regina Louf konfrontiert, der Beschreibung des Ortes. Ich habe festgestellt, dass von dem, was sie sagt, ein großer Teil mit der Wahrheit übereinstimmt. Für mich und meine Familie ist Regina einmal da drin gewesen, mindestens einmal. Minimum in Frau. Sie ist verrückt. Die Oberstaatsanwälte haben es gesagt. Jetzt versucht sie, zum Prozess zu kommen, aber sie wurde als Zeugin abgelehnt. Was sie sagt, sind nur Lügen. Es ist verrückt. Regina Louf ist nicht die einzige Zeugin, die bei dem großen Prozess fehlen wird.
Anna Konjevoda. Sie meldete sich als Zeugin beim Untersuchungsrichter. Dann wurde sie geschlagen und erwürgt aus dem Wasser gezogen. Der Mordfall bis heute ungelöst. José Stepp behauptete, er hätte wichtige Informationen. Am Tag, bevor er bei der Polizei aussagen sollte, starb er. Bruno Taliaferro war Schrotthändler und kannte Dutroux. Er wurde vergiftet. Seine Frau Fabienne Jopard. Seit dem Tod meines Mannes kämpfe ich verzweifelt darum, dass die Wahrheit ans Licht kommt, bis zum Ende. Kurz nachdem sie erzählt hatte, wichtige Unterlagen ihres Mannes gefunden zu haben, starb auch sie, verbrannt im Bett. Gina Pardans wurde bedroht, sie könnte einen Autounfall haben. Eine Woche später war sie tot. Ihr PKW prallte gegen eine Brücke. Jean-Paul Tamignot, ermordet, sagt die Polizei. Nur sein Fuß wurde bislang aus dem Wasser gefischt. Simon Poncelet, Polizist, während des Nachtdienstes im Büro erschossen. François Reiskens, auf dem Weg zur Polizei, vom Zug überfahren. Guy Goebbels, Polizist, Selbstmord. Brigitte Genard, Bekannte von Nioul, Selbstmord. Christian Kunratz, Zeuge, ermordet. Hubert Massin, Staatsanwalt, Selbstmord. Jean-Marc Hudemont, Zeuge, Autounfall. Nadège Renard, Zeuge, Autounfall. Alexandre Gosselin, Michel Binon, Joseph Toussaint, Virginie Pinon, Gérard Vanesse, Grégory Antipine, Henriette Purs, Klaus Bahr, Jean-Jacques Ferrand, Pierre-Paul Derecke, Sandra Klaas, Philippe Deleuze. Mindestens 20 tote Zeugen. Die belgische Justiz scheint das nicht weiter zu beunruhigen. Ob der Tod dieser Personen in Verbindung steht zu dem, was sie wussten, wird nie ernsthaft hinterfragt. Untersuchungsrichter Jacques Langlois hält hartnäckig an seiner Theorie fest, Dutroux sei ein perverser Einzeltäter und ermittelt nur in diese Richtung. Man merkt sehr schnell, dass sich die Ermittlungen auf eine zentrale Theorie reduzierten. Die einzige, die man noch interessant fand. Die des perversen Einzeltäters. Von diesem Zeitpunkt an hat man alle Elemente, die nicht passten, aus diesem Blickwinkel betrachtet und die Fakten entweder entfernt oder so verändert, dass sie doch noch in diese Theorie hineinpassen. Das ist ein Problem. Ich erinnere mich, wie Untersuchungsrichter Langlois vor der Strafkammer mehr als eine Stunde lang intensiv versucht hat, Nioul zu schützen. Zu behaupten, dass Nioul mit dieser ganzen Sache nichts zu tun hat. Da hat er sich für die ganze Dutroux-Akte über meine Tochter Anne und über Evje maximal ein Viertelstündchen Zeit genommen. Das sagt genug über die gesamten Ermittlungen aus. Damit fängt alles an. Wenn man nicht gut ermittelt, kann man vernünftigen Prozess führen. Die politischen Beziehungen von Nioul können sich sehen lassen. Der ehemalige Bildungsminister Joseph Michel gehört dazu. Ich bin Joseph Michel nie begegnet. Ich kannte ihn aus dem Fernsehen und aus den Zeitungen. Es war ein katholischer Minister, aber ich habe ihn auch nicht ein einziges Mal getroffen. Nie Kontakt zu ihm gehabt? Ich habe niemals Kontakt zu ihm gehabt. Nioul wandte sich Mitte der 70er Jahre mit einem Brief an Joseph Michel, als er wegen eines Betrugsfalles im Gefängnis saß. Der Bildungsminister versuchte mehrfach, Nioul frühzeitig freizubekommen, verlangte schließlich sogar von der Justizbehörde dessen Begnadigung und überschritt damit weitgehend seine Kompetenzen. Parteifreund und Protégé des Ministers Joseph Michel ist Jacques Langlois, der Untersuchungsrichter, der im Fall Dutroux ermittelt und diesen als Einzeltäter sehen möchte. Ein anderer wichtiger Bekannter von Nioul, der verstorbene frühere Premierminister Paul van den Buynants. Sowohl van den Buynants als auch Joseph Michel waren Mitglieder der christlichen rechten Loge SEPIX.
Schatzmeister dieser Organisation, Baron de Bonvoisin. Gut bekannt mit de Bonvoisin ist der Anwalt Julien Pierre. Von dem ließ sich Dutroux bis vor einem Jahr vertreten. Zufall oder nicht, auch der neue Anwalt von Dutroux, Manier, ist ein guter Bekannter, sowohl von de Bonvoisin als auch von Van den Boynans, dem guten Bekannten Nihuls. Nachdem die Strafkammer in Neufchâteau beschlossen hatte, Nihul nicht anzuklagen, waren es vor allem die Anwälte von Letizia, die gegen diese Entscheidung Berufung einlegten. Entweder hat man ein Verfahren mit drei Angeklagten und damit nur noch die Hypothese des perversen Einzeltäters, eine eingeschränkte Problematik, oder eins mit vier Personen. Dann bleibt zumindest die Frage offen, ob man es hier mit organisierter Kriminalität zu tun hat. Dass Nihul nun vor dem Geschworenengericht erscheinen muss, hat mir ein Stück inneren Friedens wiedergegeben. Vielleicht kann es doch noch ein bisschen Gerechtigkeit geben. Herr Nihul, wie war es für Sie, als Sie erfuhren, dass Sie im Geschworenenprozess angeklagt sind? Wir haben das nicht erwartet. Da muss man nicht drum herum reden. Wir wurden in Neufchâteau vollkommen entlastet. Wir haben Ähnliches in Lüttich erwartet und dann die Katastrophe. Wir wurden angeklagt. Warum, das wissen wir bis heute nicht. Das von Dutroux entführte Mädchen Letizia wenige Tage nach ihrer Befreiung. Sie ist heute eine junge Frau und will Nihul vor Gericht sehen. Letizia sucht noch immer Antworten auf ihre Fragen. Man beschuldigt mich auch, Letizia Delay entführt und eingesperrt zu haben. Sie hat mich nie gesehen. Und ich habe mich ihr nie genähert. Es war das Telefon, das die Ermittler auf Nihuls Spur brachte. In den Tagen der Entführung Letizias telefonierten Nihul über 20 Mal miteinander. Im Ort Bertry entführt Dutroux sein letztes Opfer. Als die damals 14-jährige Letizia am Abend des 9. August 96 aus dem Schwimmbad kommt, wird sie in einen klapprigen Lieferwagen gezerrt. Eine Familie sagt später aus, dass sie am Tag vor der Entführung Dutroux, Lelièvre, Martin und auch Nihul am Spielplatz vor dem Schwimmbad gesehen habe. Am 15. August haben wir die Bilder im Fernsehen gesehen und da waren wir erschrocken, dass das die Personen waren, die wir in Bertry beobachtet hatten. Dann saßen wir da und haben überlegt. Aber man hatte sie ja schon verhaftet. Wir dachten noch nicht daran, als Zeugen auszusagen. Wir fingen an, uns zu streiten, weil wir nicht wussten, was wir tun sollten. Am 19. August habe ich die Gendarmerie angerufen und gesagt, was wir gesehen hatten. Wir haben alle vier gesehen. Dutroux, Nihul, Lelièvre und Martin. Wo und wann war das? Das war am Markttag und es war am frühen Nachmittag, um etwa 2 Uhr. Wo haben Sie sie gesehen? Beim Schwimmbad von Bertry. Ich bin nie in Bertry gewesen. Niemals, niemals, niemals. Ich kenne Bertry nicht. Nach ihrer Aussage fängt für die ganze Familie der Ärger an. Sie wird zu Hause belästigt, bekommt Drohungen, wird von fremden Autos verfolgt. Einmal versucht man sogar, die Mutter in einen Lieferwagen zu zerren. Es gibt inzwischen noch andere Zeugen, die in ihren Aussagen die Anwesenheit von Nihul in Bertry bestätigen. Aber das ist noch nicht alles. Einen Tag nach der Entführung übergibt Nihul 1000 Ecstasy-Tabletten an Dutroux' Helfer Lelièvre. Straßenwert 12.000 Euro. Die Bezahlung für Letizia, meinen einige.
Nihul leugnet die Transaktion 7 Jahre lang, bis es nicht mehr geht. Jetzt hat er eine Erklärung parat. Für mich ist das kein Problem. Es ging um eine Undercover-Aktion, die von der Gendarmerie organisiert war. Heute heißt das Bundespolizei, aber damals war das noch die Gendarmerie. Ich glaube, dass die Gendarmerie in dem Ameisenhaufen des Drogenhandels stochern wollte, indem sie Le Lièvre mit einer Menge Handelsware losschickten. Sozusagen, um das alles aufzurühren. Was Ihren Vornamen angeht, da möchte ich etwas genauer wissen. Sie heißen Michel Nihul? Ich heiße Michel Nihul, aber seit 1968 nennt man mich Jean-Michel. Damals fing ich als Moderator beim Rundfunk an und da habe ich mich Jean-Michel genannt. Das war die Mode der Doppelnamen in Belgien. Und seitdem nennen alle meine Freunde mich Jean-Michel. Und noch heute sprechen mich meine Bekannten mit Jean-Michel an, aber eigentlich heiße ich Michel. Aus der ersten polizeilichen Anhörung von Letizia nach ihrer Befreiung. Sie hört, wie Marc Dutroux telefoniert. Während ich im Raum saß, wo wir aßen, hörte ich 2 Vornamen während eines Telefongesprächs. Michel und Jean-Michel. Ich hörte, wie er im Gespräch sagte, ça a marché, es hat geklappt. Im Gefängnis von Arlon bereitet sich der berühmteste Verbrecher der belgischen Geschichte, Marc Dutroux, auf seinen Prozess vor. Bislang hüllt er sich in Stillschweigen. Warum, wenn Marc Dutroux einem Ring angehörte, warum nennt er dann keinen Namen? Ich sage Ihnen, er hat das Recht zu schweigen oder zu lügen. Er schweigt nicht nur, sondern erklärt mir auch nicht, warum er schweigt. Ich kann Ihre Frage nicht beantworten. Ich erwarte viel vom Prozess, um zumindest den Anfang einer Antwort zu bekommen. Hat er angekündigt, beim Prozess Enthüllungen zu machen? Er hat das nicht angekündigt, aber es ist mehr als wahrscheinlich. Symbol der belgischen Rechtsprechung ist der Justizpalast in Brüssel. Seit Marc Dutroux' Verhaftung vor 7,5 Jahren befindet sich hier eine kleine Gedenkstätte für die verschwundenen und missbrauchten Kinder. Nach 133 Monaten Ermittlungen, 440.000 Seiten Protokoll und 4,6 Millionen Euro Kosten weiß man kaum mehr als nach den ersten 3 Monaten der Untersuchung. Noch immer weiß man nicht, wer Julie und Melissa wirklich entführte, was noch alles mit ihnen geschah. Noch immer weiß man nicht, wie Anne und Evje umkamen. Noch immer weiß man nicht, warum Dutroux die Mädchen Sabine und Letizia entführte. Noch immer weiß man nicht, welche Rolle Michel Nihul in dieser Affäre wirklich gespielt hat. Nur er selber und Marc Dutroux können die Antwort auf diese Fragen geben. Nächstes Mal in History, Kamikaze und mörderischer Inselkampf. Der Zweite Weltkrieg im Pazifik. Und wenn Sie wollen, machen Sie mit bei unserem History-Gewinnspiel. Unsere Frage, in welcher belgischen Stadt...